Kurz nach Evil Dead hat Sam Raimi damals den Film Crime Wave gemacht. Und zwar mit den Coen-Brüdern zusammen. Und jetzt ratet, wie der Film auf Deutsch heißt. Englisch Crime Wave, Deutsch natürlich die Killer-Akademie. Ja, die Killer-Akademie. Und zwar kommt auch gar keine Akademie in dem ganzen Film vor, aber Police Academy war damals wohl gerade am Kommen. Und da dachten sie, okay, auf den Zug springen wir jetzt auch ein. Naja, letztendlich grundverschiedene Filme, obwohl auch die Killer-Akademie durchaus sehr albern ist. Also die Coens hatten damals ihren Stil noch nicht ganz gefunden. Es ist schon ziemlich verwirrend aufgebaut und es passiert hier und da. Und natürlich wird getötet auch, aber es ist alles noch sehr, sehr albern gehalten. Das erinnert vom Stil also nicht an Evil Dead 1, sondern eher so Tanz der Teufel, aber leider vollkommen ohne dieses ganze Fantasy-Ding da drin. Und das macht den Film so ein bisschen, ja, einfach zu albern, um ihn wirklich ernst zu nehmen. Es wird hin und her gezappelt und gefuchtelt und blöd gequatscht, aber letztendlich, ja, so wirklich der ganz große Sprung ist Crime Wave dann doch nicht. Von mir gibt es 6 von 10 Punkten. Fans von Sam Raimi und den Coen-Brüdern werden ihn sich der Vollständigkeit halber auch mal angucken können, aber sonst würde ich den jetzt nicht unbedingt euch empfehlen.